Im Zentrum jedes Marktplatzes steht seit Jahrhunderten das Rathaus. Alsfeld ist stolz auf sein ganz Besonderes, das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist und dem Marktplatz seine unverwechselbare Atmosphäre verleiht. Seit dem frühen Mittelalter waren Marktplätze das Zentrum des öffentlichen Lebens in den Städten, denen von ihren Marktherren, dem König, Fürsten, Bischof oder Landgrafen, das Privileg verliehen worden war, Märkte abhalten zu dürfen. Sie waren Zentren des Handels, von ihnen hingen Wohlstand oder Armut der Bewohner einer Stadt ab. Für jedes Handelsgut gab es spezielle Märkte, Obst und Gemüse, Milchprodukte und Fleisch, Töpferwaren und Messer, Vieh- und Pferdemärkte und viele andere mehr. Auf Marktplätzen fanden und finden politische Versammlungen statt. Sie waren auch Gerichtsstätten, wo Urteile vollstreckt wurden. Wer heute öffentliche Wirkung seiner Aktivitäten anstrebt, geht nach wie vor auf den Marktplatz. Vieles ist bis heute erhalten geblieben, wenn auch die Funktion der Marktplätze als Handelszentren der Städte spätestens mit dem Aufkommen des Internethandels verloren gegangen ist. Das Marktgeschehen dient heute weniger der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, als vielmehr der Belebung der Innenstädte und dem Tourismus durch Biomärkte, Mittelaltermärkte und Musik- und Theaterveranstaltungen. Wie der Alsfelder Marktplatz haben sich viele Marktplätze so ihre Attraktivität bewahren können. Aber wie lebt es sich? Wie wohnt man am Marktplatz? Ich bin dieser Frage nachgegangen und habe Menschen getroffen, die am und um den Marktplatz herum leben und arbeiten. Marion Jäkel ist eine davon. Sie wohnt in einem fachmännisch restaurierten Fachwerkhaus aus dem Mittelalter mit Blick auf den Marktplatz. Wer an den Marktplatz zieht, der zieht ans Leben. Also ich sag mal, hier auf dem Marktplatz ist immer was los. Also wer eine ruhige Wohnung möchte, der darf sich nicht an den Marktplatz ansiedeln. Also da muss man mit Krach rechnen. Hier sind Veranstaltungen auf dem Marktplatz. Aber für mich war das tatsächlich ein Grund, hierher zu ziehen. Im Erdgeschoss ist der Weltladen eingezogen, nachdem die aufwendige Restaurierung dieses denkmalgeschützten Hauses abgeschlossen war. Sabine Kehm. Schön, dass Sie hierher zu uns gefunden haben. Wir sind nämlich jetzt auf dem Marktplatz mit unserem Weltladen seit 3 Jahren und das hat sich ja total gelohnt. Wir können immer den Blick auf den belebten Marktplatz haben, weil so viele Touristen zu uns kommen, die auf diesem wunderschön gelegenen Wohnmobilplatz sich ein paar Tage hier aufhalten und dann natürlich auch den Weg zu uns in den Weltladen finden. Die erzählen dann so begeistert, wie die Stadt ist, das Leben auf dem Marktplatz, die Wasserspiele, die Eisdiele, dass eben wirklich bei uns so viele schöne Geschäfte da sind und auch kleine Geschäfte und sind dann auch von unserer Architektur begeistert, die man natürlich bei uns im Weltladen auch gut sehen kann mit dem Fachwerk. Die Eigentümer und Restauratoren können von den besonderen Schwierigkeiten, die mit dieser Restauration verbunden waren, berichten. Wir wussten, dass in Teilbereichen schon einige Schäden da waren. Das war insbesondere die Fassade, die hier zu unserer Rechten ist, die war stark beschädigt, da gab es auch schon Notabstützung. Das heißt, wenn Sie hier reingekommen sind, stand hier alle Meter ein Baumstamm nach dem anderen, um es vorsichtig zu sagen. Ja. Im Zuge der Sanierungsarbeiten haben wir dann auf der rechten Seite das Gebäude in der Mitte um 30 cm wieder zusammengezogen und auf der linken Seite, auf der rechten Seite hier auch runterzus, um ca. 20 cm. Soweit waren die beiden Gebäudefassaden schon auseinandergedriftet. Wo Fachwerk restauriert werden muss, braucht es Fachbetriebe, die das alte Handwerk noch beherrschen und es denkmalschutzgerecht anwenden können. Kein Wunder also, dass der Alsfelder Marktplatz die Adresse ist, wo man zu besonderen Anlässen die hohe Kunst der Restauration hautnah erleben kann und Gelegenheit bekommt, Kontakte zu knüpfen. Ja, es sind eigentlich nur die starken Wickel. Die kommen als Einschub zwischen die Deckenbalken, damit das der Fußboden und die Decke von dem unteren Geschoss, dass da was drin ist. Das ist sehr gut wegen Trittschall, Wärmedämmung
Die kann man dann auch gleich mit Sumpfkalk streichen, dann sind die auch geschützt. Und das Schöne ist daran hier der Hanf. Ist unwahrscheinlich zugfest. Auch teils Anteile vom Stroh drin. Und das gibt eine sehr, sehr gute Wärmedämmung, auch zwischen den Balken. Ich nehme jetzt eine Wärmelampe gerade zu und mache das quasi den Untergrund, den Lack heiß und kann das dann abziehen. Dann habe ich da einen schönen Untergrund, den ich dann weiter bearbeiten kann, schleifen, wie auch immer. Es nennt sich Wickeltechnik, ist eine ganz alte Malertechnik und man nimmt einfach jetzt diesen Lappen und wirkt den über die Fläche. Auf einer großen Wand würde ich es natürlich mit einem großen Stück machen, aber hier auf dem Musterstück ist es mit dem Kleinen schon ganz gut so. Wer am Marktplatz wohnt und arbeitet, wird die vielen Einkaufsmöglichkeiten direkt am Marktplatz, aber ebenso in der näheren, fußläufig erreichbaren Nachbarschaft zu schätzen wissen. Auf ein Auto kann so weitestgehend verzichtet werden. Also bei den Stadtführern sagen wir immer, der Marktplatz ist das Wohnzimmer Alsfelds. Und das ist tatsächlich so. Also hier findet das Leben statt, hier sind Veranstaltungen, hier sind die Märkte. Ich kann freitags vormittags hier einmal gehe ich um die Ecke. Dann habe ich den Wochenmarkt vor der Tür mit frischem Obst und Gemüse zum Beispiel. Ich gehe um die Ecke, kann mich ins Marktcafé setzen oder kann mich in die Eisdiele setzen, treffe dann Leute, treffe Freunde. Und was für mich natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich arbeite hier auch in der Nähe, also kann fußläufig zur Arbeit gehen. Apropos Auto. Nach intensiven Auseinandersetzungen wurde ein Kompromiss gefunden zwischen denen, die einen autofreien Marktplatz wollten und denen die Parkplätze für uns verzichtbar hielten. Ich war tatsächlich jemand, der für den autofreien Marktplatz war, aber kann auch, sag ich mal, die Geschäftswelt verstehen, dass die sagen, okay, man hat jetzt diesen Kompromiss geschlossen, dass aus zwei Parkreihen eben eine Parkreihe geworden ist. Und ich sage mal, man ist einen Kompromiss eingegangen, also am Wochenende ist der Marktplatz zum Beispiel auch autofrei. Das Leben an und mit dem Marktplatz bietet einen außergewöhnlichen Reiz. Es lässt Anwohnerinnen und Anwohner unmittelbar teilhaben an Festlichkeiten, Konzerten, Märkten und anderen außergewöhnlichen Ereignissen, für die der Marktplatz Raum bietet. All das erlebt der Anwohner hautnah mit. Es ist das Abbild des Lebens in Alsfeld im Brennglas des Marktplatzes und schließt auch dieses Jahr mit dem immer wieder stimmungsvollen Alsfelder Weihnachtsmarkt ab.